Verehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, das ist zunächst mal Herr Dreyer. Sie haben aber schon noch mitbekommen, dass man die Luft in Peking und Shanghai mit Händen greifen kann und in die Tasche stecken kann. Die Doppelung im kommunalen Haushalt verdeutlicht eins ganz klar, nämlich dass aufgeschobene Investitionen gleichzeitig eine abgeschobene Verantwortung in die Zukunft bedeutet. Es hätte im Haushaltsplan 2018 tatsächlich noch Spielräume gegeben. Unser Fraktionsvorsitzender Lutz Ketschmann nannte in dem Zusammenhang in seiner Rede die Zahl von 127 Millionen Euro an Rücklagen, die man auf der Seite 282 Band 1 nachlesen kann. Natürlich sind in der Summe nicht nur sogenannte offene Rücklagen enthalten, sondern auch stille Rücklagen, die sich unter anderem aus der Überbewertung von Verbindlichkeiten und der Unterbewertung der Aktiva zusammensetzen. Es bleibt dabei, die Kasseler Linke gibt, wir haben genug Geld, es bleibt dabei, die Kasseler Linke ist der Meinung, dass es nach wie vor genügend Spielräume gab und gibt für notwendige Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge und die Infrastruktur. Meine Damen und Herren, an der Stelle möchte ich noch auf zwei Punkte eingehen. Herr Dr. von Rühn, Sie haben viel über Kassenkredite erzählt. Allerdings ist interessant, was Sie nicht gesagt haben, nämlich, dass die Stadt Kassel in den vergangenen drei Jahren den Bestand an Kassenkrediten erheblich reduziert hat. Auch wenn ich jetzt in Verdacht gerate, mich als Sprecher des Magistrats zu bewerben, was Tatsache ist, sollte bitte schön auch Tatsache bleiben. Lassen Sie uns in dem Zusammenhang mal über den Zusammenhang mit Schuldenschutzschirm und Kassenkredite reden. Der Schuldenschutzschirm ist mit dafür verantwortlich, dass die Kommunen, die es betrifft, weiter in die Schuldenfalle rasant hineingeraten. Als Beispiel, ich habe es auch schon mal in ein paar Finanzausschüssen gesagt, ich wiederhole es hier auch nochmal an der Stelle gerne, das Beispiel der Stadt Gießen. Die haben es fertiggebracht, mit 70.000 Einwohnern für das Jahr 2017 einen Kassenkreditbestand per Saldo von 90 Millionen Euro zu veranschlagen. Last but not least noch etwas zur LBV-Umlage. Das ist ja ein nicht ganz unwesentlicher Posten im Haushalt in Höhe von 53 Millionen Euro. In den letzten vergangenen Monaten haben einige Politikerinnen und Politiker der CDU in Hessen mal laut nachgedacht und forderten die Abschaffung des LBVs. Ich kann zu solchen Irrläufen nur warnen, weil die Konsequenzen dessen sehen wir hautnah in unserem Nachbarbundesland in Nordrhein-Westfalen mit dessen Landschaftsverbänden, die eine ähnliche Aufgabe haben, wie sie hier der LBV vollzieht. Im Übrigen, und das sage ich an der Stelle auch nochmal, eine solche Idee, wenn eine solche Idee umgesetzt wird, ist gerade die Stadt Kassel und der Landkreis Kassel davon betroffen. Wie Sie sicherlich alle wissen, ist der LBV Träger von Vitos und die leisten hier gerade auch im Landkreis eine ganz hervorragende Arbeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.